What's up, guys? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ender Games auf meinem Kanal. Ihr habt abgestimmt für das Ungeheuer-Kit, aber das ist mir scheißegal. Das ist mir einfach scheißegal, weil ein neues Kit ist draußen, und zwar das Tor-Kit. Ich bin gerade nach Hause gekommen und dann wird direkt ein neues Kit released. Ist das episch? Ja, ist es. Ich bin überhaupt nicht... Ah, doch, ich habe 2 Runden mit dem Kit gespielt. Sieht eigentlich ganz nice aus. Ja, seht ihr schon, 100% bereit. Alle 3 Sekunden kann er einen Blitz abfeuern, also so 3 Sekunden muss es sich wieder aufladen, habe ich gelesen. Und das macht ein Herz Schaden, der Donner. Und dann halt noch brennt der halt, und das Feuer macht auch nochmal so ein Herz Schaden. Also macht dieser Donner 2 Herzen Schaden, wenn er nicht gerade im Wasser ist. Sehr stark. Hört sich sehr stark an, so. Ich mache den Donner, damit wir schnell Holz bekommen. Das mache ich immer so. Das ist eigentlich ganz nice, um schnell Holz zu bekommen. Da seht ihr schon, da brennt alles. Auf jeden Fall kann man das auf eine richtig krasse Distanz, also das kann man von Weitem, das ist unmenschlich, wie weit. Also werden wir auch wahrscheinlich gleich sehen. Wir haben auf jeden Fall ziemlich krassen Stuff. Das ist so. Wir haben sogar Heiltränke. Alter, laber nicht. Besser kann es eigentlich fast. Ja, komm, machen wir so. Und ja, wie weit ist denn der Gegner weg? 70, ja, schnell die Enderperle, das dürfte gehen. Richtig, da ist er. Ich hoffe, der hättet mich nicht einmal oder so, weil das wäre irgendwie kacke. Weil da hinten ist nämlich auch noch einer, habe ich gerade gesehen. So, da seht ihr schon, da lädt es sich auf. Auf jeden Fall haben wir die jetzt beide geholt. Relativ knapp, der hat ein Dia-Schwert, was ist da? Okay, nice. So, also wir haben echt krassen Stuff. 17 Spieler, okay. Das geht eigentlich noch. 16, 15. Wow. Die sterben alle im Marathon, würde ich mal sagen. Das ist ja. Ja, 14. 13. Okay, anscheinend können wir nicht so viele Kills machen. Aber wir probieren einfach jetzt das Beste raus. So, wir gehen direkt zum nächsten Gegner. 106 Blöcke ist der gute entfernt. Der Donner. Wow. Der ist echt stark. Also. 2 Herzen Schaden ist krass. Ich hätte gesagt, 1 Herz Schaden oder so. Also ist er nicht brennend. Aber wow, ist er brennend, das verlangsamt. Also macht ihn ja noch ein bisschen langsamer. Und oh, der ist bestimmt da oben. War. Okay. Da hinten sind noch ein paar. Ja, okay, hat ihn gekillt. Schade, nicht getroffen. Also das trifft halt nicht safe den Gegner. Ich glaube, das war früher so. Also als noch Phasen das gespielt hat, als es noch die YouTuber, sag ich mal, hatten. So. Gut getroffen. Und ich möchte ihn unbedingt damit killen. Ja. Teleporter. Ein richtig böses Kit. Aber gekillt. Wow. Krass. Wow, okay. Der hatte richtig viel Holz. Wahrscheinlich vom Holzfäller. Ja, kann ja eigentlich. Wow, okay. Wir bleiben mal hier. Der wird mir eh einen Hit geben. Okay. Er macht so. Essen wir auf jeden Fall einen Jappel. Das ist gut. Der ist immer noch da oben. Nee, keinen Bock auf eine Enderperle. Wir machen. Ja. Gerade. Okay. So, wir können uns jetzt erstmal noch eine Eisenhose machen. Das tun wir jetzt auch. Jo. Eisenhose ist safe. Also sind wir eigentlich full iron. Also von den Rüstungspunkten her. Ich möchte auch die Krone aufbehalten. Wow. Okay. Ja, den fucken wir jetzt erstmal ein bisschen ab, glaube ich. Nein, komm, den geben wir jetzt einen Hit, oder? Ja, doch, den geben wir lieber einen Hit. Wow, was für eine krasse Range der hat. So, und jetzt holen wir den mit dem Ding. Er brennt jetzt zwar nicht, aber es macht trotzdem einen Herzschaden. Ich bin mal gespannt. So, und noch ein. Und ich glaube, der reicht auch jetzt. Richtig. Hängeskin. Cool. Lol, der Name alleine. Ich weiß nicht, also der hat echt eine krasse Range gehabt, aber er hat, glaube ich, keine Hex. Ich bin mir nicht sicher. Oh, 60 Blöcke, okay. 4 Spieler. Richtig. 3 3 Spieler, meine ich. So, ich denke mal, hier ist noch jemand Tor. Das ist eigentlich... Ja, da ist einer Tor. Jetzt gucken wir mal, wie weit es jetzt... Guckt euch diese Range an mit diesem Donner, Alter. Das ist viel zu krass. Den letzten Gegner, also ich werde den jetzt hier holen, wahrscheinlich. Ich möchte nämlich gegen kein Tor kämpfen. Ja, richtig, nice. Und den werde ich jetzt die ganze Zeit nur mit dem Ding abfacken. Vielleicht dauert der Kampf ein bisschen, weil ich glaube, der ist high. Warum chillt er denn sonst nur im Wasser? Wow, okay. Und hier bitte. Wow, das war dumm. Egal, ein Heiltrank. Okay, er trinkt was. Warum denn 2? Ist der dumm? Oder hat er noch einen Schnelligkeitstrank drin? Ich bin mir nicht sicher.
Oh, oder er ist Wizard. Das kann auch sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber warum bleibt er im Wasser? Das ist voll dumm. Da kann ich ihn halt viel besser hitten. Also mit dem Ding. Es ist leichter, als den beim Laufen zu erwischen. Ja, ich glaube doch, der ist high. Ich bin mir nicht. What the hell? Ja, guck mal, er zieht sich sogar im Wasser an. Hallo? Der Heck. Das wird er auch nicht überleben. Andererseits hat er eben was getrunken. Hä, wie viele. Oder hat ein Wizard getötet? Okay, das wird. Ja, Vergiftung 2 ist eigentlich der richtig beschissener Trank. Der ist richtig böse. Ist eigentlich echt. Wow. OP. Ja, nee. Der ist high. Hä? Nee, er ist Wizard. Warum heilt er? Nimmt er einen Rack-Trank, wenn er sich doch eh im Wasser heilen würde? Okay, dann ist er einfach nur dumm. Oder? Ich weiß. Ja, ich kann ihn halt viel besser so treffen. Das ist halt einfach nicht wirklich schlau, aber trotzdem überlebt er krass viele Hits. Gut, er hat Regeneration 2. Aber trotzdem. Hä? Okay. Bam. Ein Hit. Ah, ne. Komm. Er geht weg. Bam. Okay, er zieht sich wieder um. Ja, okay. Er war Wizard, okay. Jo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch das Kit demonstrieren gut. Und ja, vielleicht hat es euch die Entscheidung getroffen, euch es zu kaufen. Ich werde jetzt in die Abstimmung wieder zwei Kits packen. Ja, und dann könnt ihr wieder abstimmen und dann werde ich halt. Ja, ihr werdet jetzt. Bra. Ja. Also, ich werde jetzt wieder zwei in die Abstimmung packen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da.